Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, zum Scofield-Index der Prophet Hesekiel, Verfasser Gott, Schreiber Hesekiel, Thema Gericht und Herrlichkeit. Niederschrift 6. Jahrhundert vor Christus durch Hesekiel, ein Priester, dessen Name bedeutet Gott wird stärken. Was unter den jüdischen Gefangenen, die zwischen den ersten und letzten Deportationen Judas, 2. Könige 24, nach Babylon gebracht wurden. Sein Buch zeigt ihm als einen Mann von strenger Unantastbarkeit und starker Zielsetzung, völlig hingegeben an das Amt seines priesterlichen Dienstes. Wie Daniel und wie der Apostel Johannes prophezeite er außerhalb des Landes Juda. Sein prophetisches Wort, ebenso wie das der Vorgenannten, geschieht vor allem in der Art des Symbols und der Vision. Hesekiel ist die Stimme des Herrn an das ganze Haus Israel im Unterschied zu den vorexilischen Propheten, deren Dienst sich entweder an Juda oder an das Königreich der 10 Stämme wandte oder an beide. Im besonderen Gegensatz zu Jeremia wird das Material in der Prophetie des Hesekiel in chronologischer Reihenfolge gegeben, so wie Gott es ihm enthüllt hatte. Allgemein gesprochen war es die Aufgabe des Hesekiel, der Generation, die in der Verbannung geboren wurde, die nationalen Sünden Israel vor Augen zu stellen, die dieses Volk so tief in das Verderben gebracht hatte. Zum Beispiel Hesekiel 14, Vers 23. Den Glauben der Verbannten zu stärken durch die Voraussagen der nationalen Wiederherstellung, der späteren Ausübung des Gerichts über ihre Unterdrücker und der nationalen Herrlichkeit unter der Königsherrschaft Davids. Beachte, dass die Herrlichkeit des Herrn gerade vor der Zerstörung Jerusalems von der Stadt wich. Diese Herrlichkeit wird in dem Zeitabschnitt des tausendjährigen Reiches nach Jerusalem zurückkehren. In keinem Tempel in Jerusalem ist seit 586 vor Christus die Gegenwart der Herrlichkeit des Herrn in dieser Art gewesen. Das Buch kann folgendermaßen eingeteilt werden. Erstens, die Berufung des Hesekiel. Zweitens, Warnungen vor dem Gericht über Jerusalem, Kapitel 4 bis 24. Drittens, Gericht über die heidnischen Nationen, Kapitel 25 bis 32. Viertens, Hesekiels Verantwortung als Wächter. Fünftens, Voraussagen von Ereignissen, die am Ende des Zeitalters stattfinden werden. Wenn Israel wieder in seinem Lande ist, 34 bis 39. Sechstens, der Tempel im tausendjährigen Reich und sein Gottesdienst. Von Kapitel 40, 1 bis 47. Siebtens, die Einteilung des Landes während des tausendjährigen Reiches, Kapitel 47, Verse 13 bis 48. Da Hesekiel ein Priester war, ist es möglich, priesterliche Zeichen durch seine ganze Prophetie hindurch zu verfolgen. Seine Visionen der göttlichen Herrlichkeit, Kapitel 1 und 10, sind Erinnerungen an die Shechina, die Wolke der lichten Herrlichkeit in dem mosaischen System. Die Abschnitte des Weggehens der Herrlichkeit, Kapitel 8 bis 11, werden geschrieben von einem, der mit der priesterlichen Ordnung vertraut war. Die Kapitel 40 bis 48 sind unmissverständlich abgefasst in Ausdrücken, die nur in dem Rahmen der levitischen Verordnung verständlich sind. Sogar Einzelheiten des Priestertums, wie das Verbot der Verunreinigung des Priesters und der Entweihung des Sabbat, werden erwähnt. In dem Exil
weit weg von dem Anblick der Herrlichkeit des irdischen Tempelgottes, umgeben von dem Glanz des Götzendienstes, erhielt Hesekiel eine Vision von der Majestät und dem Wunder der Herrlichkeit Gottes, die ihm zeigte, dass sein Gott herrlicher war als alles, was das Heidentum bot, und die in seinem Gemüt die Größe des unsichtbaren Gottes von Israel prägte. Die Vision sagt ihm, dass die Dinge dieser Welt nicht durch unpersönliche Gesetze der Natur bestimmt werden, sondern durch einen lebendigen Geist. Über dem Gewirr der menschlichen Pläne redet die Stimme Gottes mit Autorität. Die vier Angesichter in der Vision sind ein Vorschatten der vier Arten, in denen Gott sich selbst offenbaren würde, wenn er in dem menschlichen Fleisch als Messias erscheinen würde. Zur Rechten ist der Löwe, das Symbol des Königtums, Matthäus, zur Linken der Ochse, das Symbol des Knechtes, Markus. Das Angesicht eines Menschen stellt sein vollkommenes Menschsein dar, Lukas. Der Adler, der sich darüber erhebt, ist das Symbol seiner Gottheit, Johannes. Vergleiche auch Offenbarung 4, Vers 7. A. Vorbereitung und Berufung des Propheten. Die Erscheinung der Herrlichkeit Jehovas, Kapitel 1 bis 3. Das Erscheinen der Herrlichkeit Jehovas und die Folgen für das Leben des Propheten. Erstens, geöffnete Himmel und ein Gesicht von Gott, dem Sohne als Mensch auf dem Thron, Kapitel 1. Zweitens, das des Arbeiters Sendung, Kapitel 2. B, des Arbeiters Nahrung. C, des Arbeiters Aufgabe. D, des Arbeiters Ausrüstung. E, des Arbeiters Pflichten. Drittens, die Erscheinung der Herrlichkeit Jehovas, Kapitel 3, Vers 22 bis 27. B. Weissagung von der Zerstörung Jerusalems. Der Weggang der Herrlichkeit Gottes, Kapitel 4 bis 24. Gründe für den Weggang der Herrlichkeit Jehovas. Hesekiel beginnt seinen Dienst in Israels. Erstens, die Belagerung Jerusalems wird vorausgesagt. Zweitens, Schrecken der Belagerung. Drittens, ein Überrest, der bewahrt werden soll. Viertens, Jerusalems furchtbare Zerstörung. Fünftens, Götzendienst in hohen Gesellschaftskreisen. Sechstens, der Überrest zur Bewahrung gekennzeichnet. Siebtens, der Weggang der Herrlichkeit Jehovas. Achtens, die Strafe aufgehoben, aber sie kommt gewiss. Neuntens, falsche Propheten und Prophetinnen. Zehntens, verschiedene alttestamentliche Gleichnisse mit anderen wichtiger Belehrung, die Sinnesänderung und Umkehr bei Israel herbeiführen sollen, Kapitel 14 bis 24. Weissagungen gegen sieben Nationen, göttliche Herrlichkeit und die anwohnenden Völker, Kapitel 23 bis 32. Man könnte auch vielleicht schreiben, umliegenden Völker. Der Gott der Herrlichkeit handelt in Verteidigung seines Volkes. Diese sieben Weissagungen wurden ausgesprochen in der Zwischenzeit zwischen dem Bekanntwerden der Belagerung durch Nebukadnezar, Kapitel 24, und der Nachricht, dass Jerusalem eingenommen sein wird, Kapitel 33. Gott war gegen diese heidnischen Völker nicht nur wegen der Sünde des Götzendienstes, sondern weil sie Israel so schlecht behandelten. Erstens Ammon, Moab, Edom, Philister, Kapitel 25. Zweitens Tyrus und Sidon, Kapitel 26 bis 28. Ägypten, Kapitel 29 bis 32. Die herrliche Weissagung über Israels Zukunft, die Rückkehr der Herrlichkeit Jehovas, der Jesus, Kapitel 33 bis 48. Vorbereitung zur Rückkehr der Herrlichkeit Jehovas. Die Vorbereitungen werden nach 3 Jahren des Schweigens getroffen. Viele Leser betrachten diese Kapitel als
den inhaltreichsten Teil des ganzen Buches. Erstens, Verheißung der Wiederherstellung der Umkehrwilligen. Zweitens, der gute Hirte, Kapitel 34. Drittens, Weissagung wieder, Seir, Kapitel 35. Das Evangelium nach Ezekiel, Kapitel 36. Fünftens, eine große nationale Erweckung wird geschildert, Kapitel 37. Sechstens, Israels künftige Feinde besiegen, besiegt, Kapitel 38 bis 39. Siebtens, das neue Heiligtum, das noch aufzurichten ist, Kapitel 40 bis 42. Achtens, Rückkehr der Herrlichkeit Gottes, Kapitel 43. Neuntens, der geheimnisvolle Fürst, Kapitel 44. Zehntens, Einteilung Jerusalems, Kapitel 45 bis 46. Elftens, lebensspendende Wasser, Kapitel 47. Zwölftens, neue Einteilung des Landes, Kapitel 48. Liebe Geschwister, wenn ihr auch eine Kurzübersicht hättet zu Propheten Hesekiel, schreibt es doch gerne in die Kommentarzeile vom YouTube oder hier als Anhang im Forum. Das wäre wunderbar. Würde mich sehr freuen. Im Herrn Jesum Christum, ein guter. Hier will ich folgen.